Moin, am Samstag um 7:45. Ich hatte euch ja versprochen, oder einigen versprochen, mal zu zeigen, wie ich so ein Bild mal, ich male ja im Moment immer Strandbilder, Ostsee, Nordsee, was weiß ich, Baltische See. Ja, und wollte jetzt gerade wieder anfangen und habe gedacht, Mensch, du wolltest doch ein Video machen. Mann. Ich habe noch nicht viel gemacht. Das hier ist ein Blog für Pastellkreiden. Den gibt es so in verschiedenen Größen und auch in verschiedenen Tönen. Dieses hier ist ja zu cremefarben oder weiß. Jedenfalls fange ich so an. Oben der Horizont, dann nehme ich ein dunkles Blau und gehe da einmal so ein bisschen drüber, dass ich so eine dunkle Linie hier oben habe. So. Und dann werde ich, Entschuldigung, es ist morgens und ich habe noch nicht alle Tabletten eingeworfen. Und dann gehe ich hin und nehme so ein etwas helleres Blau. Und lasse so ein paar Stellen frei. Muss nicht, wenn das jetzt ein komplett blauer Himmel ist. Den haben wir hier in Hamburg auch ab und zu mal, wie gestern. Mache ich das dann komplett in Blau, aber ansonsten wird er halt so. Und nach unten hin werde ich heller. Praktisch wie so ein Farbverlauf. Das ist nicht immer so. Manchmal ist auch unten dunkler und es kommt ja immer drauf an. Ne? Wenn man mal so den Himmel beobachtet, mache ich den gerne. In diesem Fall ist das aber so. Und gar nicht überall und strikt und strackt, sondern auch so ein paar wieder nach oben so, dass es nicht so Linien werden. Also so, ne? Wie mit einem Lineal gezogen. Und dann hier unten werde ich ganz hell. Auch nicht überall, weil jetzt kommt nämlich, oh, mein Weiß neigt sich dem Ende. So, jetzt können wir schon mal so überhaupt an den Spaß kommen. Da gibt es ganz viele Tipps mit dem Verreiben. Da gibt es Papierwischer, da gibt es Schwämmchen, Küchenschwämme könnt ihr nehmen, Küchenkrepp. Ich benutze meine Finger. Habe ich verschiedene Töne, nämlich die wie Pinsel. Dunkel, hell, so und so. Machen wir erstmal. Und zwar nicht mit viel Druck, sondern erstmal so ein bisschen. Aber ich sehe schon, oben möchte ich viel mehr dunkel haben. Da war ich dann ein bisschen geizig eben. Und drück da mal ein bisschen doller noch auf. So, und jetzt geht's ans fröhliche Einreiben. Und das ist sehr meditativ schon fast. Da kann man dann überlegen, so, was macht man den Tag über? Oder was möchte ich da in das Motiv noch einbringen? So. Jetzt sind wir hier schon bei der zweiten Farbe unten angekommen. Und da könnt ihr ruhig die Krümel, die hier oben noch sind, nach unten ziehen. Dann habt ihr gleich so einen besseren Farbverlauf. Ihr könnt auch jetzt dann sagen, okay, wir nehmen zwei Finger, wischt das Helle nach Dunkel, das Dunkle nach Hell, dass ihr so einen homogenen Übergang habt. So, hier unten ist jetzt das Hellste. Da
dann nicht so mit der Fingerkuppe so, sondern richtig so einarbeiten. Und auch ruhig so nach Gefühl gehen. So. Wenn ihr dann meint, das ist aber ein bisschen wenig Farbe, dann nehmt ihr eben halt ein bisschen mehr. Ja, wie verkacken kann man so ein Bild auch nicht. Das meint ihr, was ich schon alles in die Tonne gehauen habe. Jetzt nehme ich hier den zweiten Finger, seht ihr, und Stellen, die mir noch ein bisschen zu hell sind, mache ich dann wieder so ein bisschen einheitlich. Und ich wechsle so mit den Fingern. Hier ist ja noch dunkel, hier ist hell. Wenn ich jetzt hier mit dem Dunkel, dann seht ihr, dann wird das auch dunkler. In den meisten Fällen will man das ja nicht. Also habt ihr praktisch 5 Farben, wenn ihr alle Finger so nehmt. Daumen ist natürlich nicht so, ihr sagt mal 4. Und ich nehme auch oft hier die Handkanten oder hier das. Also, aber das, darum geht es ja jetzt gar nicht. Brauchen hier nicht über ungelegte Eier reden. So, dann guckt ihr euch das Ding an und sagt, ja, ich meine aber nein, ich mache hier unten nochmal ein bisschen hell. Da ziehe ich jetzt einfach so eine Linie. Das Weiß muss ich schon fast suchen. Weil ich so einen Schmauch haben will am Horizont, dann nehme ich jetzt den und wisch mir das so zurecht. Nehme ich schon wieder ein bisschen dunkel und verblende. Und das mache ich jetzt so lange, bis mir das gefällt. Ihr könnt auch längs gehen, dann sieht das aus wie Nebelschwaden, so längs kreisen. Also da könnt ihr spielen mit. Guck mal, wenn ihr jetzt zum Beispiel so macht, dann geht das so nach oben gezogen und ihr merkt, ich muss beim Tutorial so ein bisschen üben mit reden. Und wenn ihr merkt, dass da jetzt Farbe drauf liegt, dann sagen viele ja, dann einfach abklopfen. Möglichst so und nicht pusten. Was macht Susanne? Susanne pustet. Zu sich weg abklopfen ist, ne? Wegen den Krümeln. Oder wenn ihr unten mit dunklen Farben arbeitet, hier unten, und habt oben schon das so fertig, und ihr würdet das, ihr müsst immer so sehen, wo habt ihr schon Farbe. Wenn ich jetzt hier unten mit Schwarz oder so und würde das kippen, dann würde das Schwarz sich auf meinen Himmel haften. Also da immer drauf achten, wohin gekippt wird, falls ihr kippt. Ich bin ein Puster. Pusten wird verpönt, weil das macht den Leuten zu viel Schmutz. Einigen jedenfalls. So, jetzt kann man hier schon so ein bisschen so auch in den Horizont, auch wenn das so alles so blau erscheint, das so ein bisschen so ich zeige euch das mal so. Das sieht doch schon gut aus. Und jetzt geht ihr euch bitte die Hände waschen. So, Hände sind einigermaßen sauber. Ich habe hier jetzt noch so einen ganz hellen Sandton genommen und einmal mir so eine Linie gezogen. Ja, die ist gut. Und jetzt kommt das Wasser.
Und da nehme ich auch einen ganz dunklen Blauton. Schön. Und gehe hier einmal gerade über das Blatt. Ihr seht, ich drehe. Hier ist ein bisschen dicker, da ist ein bisschen dünner. Das ist gewollt. Wo ich so dunkler haben will, gehe ich noch mal drüber. Und jetzt gehe ich mit dem Finger einmal über diese dunkle Linie, nur einmal rüber. Das hier oben, da über, das ist noch dieser Sandton. Den verschmiere ich mit dem Blau. Und gehe möglichst nicht in das dunkle Blau rein. Und wenn doch, macht es auch nichts. Ihr seht. Nimm einen sauberen Finger. Sauberer Finger ist immer wie frischer Pinsel. Den man auch reinigen kann mit der anderen Hand. Ihr habt also euer Werkzeug am Mann oder an der Frau oder am Diversen. So. Und jetzt nehmen wir so Meerestöne. Ihr könnt Blautöne nehmen, die ihr wollt. Ich nehme so ein bisschen so, ja, mit ein bisschen Grauton und gar nicht überall wieder, weil die ist sehr ergiebig, diese von Sennelier. Da mischen wir noch ein bisschen Hell mit rein. Hier so. Da. 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 Und dann nehme ich den kleinen Finger, weil der ist noch sauber. Und verblende die Farben zusammen. Einfach so. Nicht doll aufdrücken, sondern einfach so verblenden. Und ja, das Pusten macht Dreck, aber ich sag mal, wo gehobelt wird, fallen Späne. Da gehe ich hier links und rechts nochmal so ein bisschen mit dem Dunkeln. Und ziehe mir das so ein bisschen in die Mitte. Zack. Ich mache es ja immer gerne, ne? Dieses Türkis so als Highlight so reinsetzen. Nicht zu viel, soll ja jetzt nicht hier im Miami Beach werden, aber so ein paar Leuchtis. Es bleibt ja auch euch überlassen, wie ihr eure Farben einsetzt. Verschiedene Blautöne nehme ich jetzt so für das Wasser. Und nach vorne hin werde ich hell, richtig hell. Auch nicht alles, könnt auch was aussparen schon mal, wenn da Wellen drin sein sollen, so ein bisschen Bewegung. Und jetzt geht's wieder ans Verwischen. Farbe, die ihr jetzt so stehen lasst, so ein bisschen, nur ein ganz bisschen, dass die so alleine für sich stehen bleibt, ist auch ganz hübsch.
schon wischen, aber so eher drumrum. Ein bisschen schon mal hier vorne so nassen Sand andeuten. Davor so ein bisschen blau. Und weiß. Hier ruhig schon so ein bisschen so kringelig werden, mal nach links, mal nach rechts, dass das so ein bisschen ja wie Gischt vorne, so leichte Gischt oder starke Gischt, kommt drauf an. Und hier könnt ihr schon mal so ein bisschen tupfen, wo sich so die kleinen oder großen Wellen brechen. Und so ein bisschen auch so wie unordentlicher werden. Das soll jetzt hier die Wasserkante werden. Schon ein bisschen nach oben ziehen, ganz bisschen. Und leicht drücken und nach unten ziehen. Ups, ups. Oder nach oben, je nachdem. Und dann wieder in die Mitte. So, ich zeige euch jetzt mal, wie ich erstmal das Wasser male. Ich weiß, am besten immer noch ein extra Weiß irgendwo kaufen. Kann man ja zum Beispiel bei Bösner gibt es Pastellkreiden noch extra. Zu denen möchte ich nachher auch nochmal kommen, zu den Pastellkreiden. Weiß. Hier vorne ist ja jetzt unser Ende. Also ihr wisst, was ich meine. So, und da entweder schwappt das Wasser ohne Gischt oder meistens an der Ostsee, das sind ja nun, oder Nordsee sind ja Wellen. So, ich habe mir zig Videos angeguckt, glaubt mir, und auch wirklich jahrelang, ich habe es nicht gerafft, dass ich irgendwie Wasser hinkriege, dass das auch nach Wasser aussieht. Haltet euch an kein der einzelnen Tutorials. Ihr kriegt das so nicht hin. Also, oder auch doch, aber ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe mir nachher die Wolken und das Wasser immer angeguckt. Und zwar, hier ganz in der Ecke fange ich an mit einem Bogen nach unten, aber immer zitternd. Zittert immer. Also so, oder tupfen. Und noch nichts großartig wegpusten, wie ich eben. So, und jetzt tupft ihr, wo ihr meint, die nächste Welle bricht. Und zieht kleine Striche und Pünktchen nach oben. Geht dann weiter, zitternd. Dann geht das mal nach oben. Weitergehen. Wieder nach oben. So einen kleinen Bogen nach oben machen. Und punkteln, also tupfen. Ihr seht. Hier wieder nach unten so ein bisschen. Und hier ruhig wieder nach oben. Tupfen.
Hier kann es auch noch mal nach oben gehen. Hier so ein bisschen nach unten wieder. Also ihr seht, und mit leichtem Druck, weil das ist ja jetzt dann eure zweite oder dritte Farbschicht, und tupfen. Und nicht, ihr seht, dass da Farbe auch durchscheint. Nicht komplett weiße Schaumkronen machen. Da guckt immer irgendwas durch. Entweder Strand oder Wasser, wieder nach oben. Und auch ein bisschen, hier ein bisschen doller. Die Splashies, dass man sieht, so dass die Gischt, die bricht sich ja. Nicht überall, immer wohl verteilen. Hier auch wieder ein bisschen fester aufdrücken und einfach nur eine Tupfenlinie, nicht gerade, sondern sich das bildlich vorstellen, wie könnte die Welle jetzt hier so brechen. Und hier auch nicht jetzt wieder mit dem Finger irgendwie großartig rumwischen, denn sonst habt ihr eure Schaumkronen versemmelt und die werden auch nicht wieder so schön hell. Viele machen das am Ende des Bildes, wenn die jetzt so Splashes gemacht haben oder so, dann legen die dann eine Folie über und rollen da mit dem Nudelholz drüber oder so. Ich nehme meinen Handrücken und die dickeren Kreidekrümel presse ich einmal so. Kann auch den sauberen Finger nehmen und das so ein bisschen festpressen, ins Bild pressen. Und dann seht ihr schon, dass ja wieder Farbe abgegangen. Und gerade bei Weiß ist das wichtig, dass ihr auf den Kronen drauf die Farbe wieder ein bisschen drauf gebt. Nach unten auch so ein bisschen wieder. Jetzt guckt ihr euch das Bild an und guckt da noch ein bisschen. Jetzt ist ja das Wasser da hinten noch ziemlich platt. Und da könnt ihr auch, ich sag mal, so einen kleinen Strich und in der Mitte wie so ein EKG, kann man das sagen, so. Nicht überall und nicht gleich groß, sondern unterschiedlich. Die Enden könnt ihr verschmieren. Und hier auch wieder so eine kleine Platschis drauf machen, also so ein Pünktchen. Nach hinten hin immer so ganz kleiner werdend. Das könnt ihr dann mit dem Finger das so ein bisschen verwischen, dass das nur angedeutet ist. In der Ferne, da sind die ja nicht so gut zu sehen wie vorne am Strand. So, dann könnt ihr euch das Bild wieder angucken. Und wenn ihr zufrieden seid, trinkt ihr erstmal einen Kaffee und überlegt weiter. Hier mache ich nochmal die Linien ein bisschen dunkler. Das kann man aber auch alles später machen. Jetzt nehmt ihr euch ein grau oder dunkleres Blau, je nachdem, müsst ihr mal gucken, und nehmt möglichst eine scharfe Kante und da könnt ihr in der Mitte und an den Seiten so ein bisschen unter die Wellen gehen. Oder auch so ein bisschen so zwischen. Und ganz fein, entweder mit dem Finger oder Papierwischer, kleine dunkle Schatten.
Das nehmt ihr wieder euer Weiß, da wo ihr so ein bisschen das verschmiert habt, das Weiß, was ja normal ist, wenn man jetzt gerade so einen dickeren Finger nimmt und keinen zarten Papierwischer. Pünktet ihr eure Schaumkronen eben halt wieder hin. Kein Thema. Aber ihr habt in eurem Wasser halt so ein bisschen Licht und Schatten. Damit das nicht so plump aussieht. Und eigentlich ist das Gleiche, wenn mich da jemand fragte, mit Wolken, es ist genau das Gleiche. Wenn ich jetzt hier, ich würde jetzt hier eigentlich gar nicht so großartig Wolken hinmalen, weil das ist so ein Himmel, der ist, ja, einfach sommerblau. Gehen wir jetzt davon aus, wir malen jetzt hier einfach mal Wolken rein, ist ja wurscht. Ich möchte aber Wolken malen, die jetzt am Horizont sind, also die nicht da oben am Himmel schweben, so, ne, sondern so ein Gebausche an der Nordsee zum Beispiel, da haben sich die Wolken dann über dem Wasser so gesammelt. So, dann fange ich an und mache mir als erstes einmal die Außenkanten. Einfach so anfangen und dann überlegen, na, hier sind sie ein bisschen flacher und drücken mehr aufs Wasser, dann gar nicht so hoch gehen. Und hier nach hinten hin läuft es ein bisschen aus. Und jetzt streift ihr nicht die komplette Kontur, sondern versucht das aus der Kontur so ein bisschen nach unten zu ziehen. Nicht komplett, dass da auch noch blau zu sehen ist, so ein bisschen. Kann man nachher noch ausfüllen, wenn man will. Und möglichst keine so eine morsgeraden Linien, sag ich mal. Auch wieder so ein bisschen so, als wenn euer Finger ist euer Pinsel. Nach unten. Man kann auch so ein bisschen nach oben. Wenn die Sonne brennt, dann schmilzt die Wolken ja richtig weg. Das kann man ja manchmal richtig sehen. Hier haben wir so einen kleinen Bogen drinne. Tupfen. So, oben, unten. Dip, 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 dip. Oben, unten. Dip, 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 dip. Wenn das jetzt so ein bisschen so keine schönen Wetterwolken sind oder so, kann man dann Grau mit reinnehmen. Oder hier so ein bisschen so Sandfarben. Da und da mal so ein bisschen. So, und dann kringeln und nach unten ziehen. Und von unten nach oben auch so ein paar. Und immer so ein bisschen auch blau und andere Farben lassen. Und das Wichtigste, was ich festgestellt habe, ist wieder weiß. Und wo jetzt von wo das Licht kommt, sagen wir mal, von hier wird sie dann so angeschienen, die Sonne, die Wolke. Da
muss nicht überall gleich sein, sondern auch so unterschiedlich. Aber so und in so ein fertiges Wölkchen, da könnt ihr auch gerne reingehen. Und als wenn ihr dann eine Wolke vorsetzt. So. Die Hunde sind von ihrer Klassi-Runde wieder da. Hier ein bisschen Wasser, ein bisschen kleine Pünktchen zwischensetzen. Denn auch wenn da keine Staubkronen sind, bewegt sich das Wasser ja trotzdem. Man kann natürlich auch so eine flüchtenden Striche machen und die dann verwischen. Bei Wolken, wie gesagt, kommt das immer so drauf an, aber diese hier sind jetzt so die, die ich jetzt gemalt hatte, wonach gefragt wurde. Und keine Sonnenstriche irgendwie lassen, die dann, ne? So verarbeiten. Und dann guckt euch das Bild nochmal wieder an. Hier und da nochmal rumwischen. So, und jetzt geht's an den Strand. Dann nehme ich hier so einen Sandfarben und zittere mir hier einmal eine kleine Linie. Vorne nassen Sand ein bisschen so zwischen. Ein bisschen helleren Sand. Und verwisch. Was jetzt Himmel und Wasser ist, war's das. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt noch Strand und so ein bisschen, ne? Ich würde euch raten, also erstmal habe ich hier diese Töne für meinen Strand genommen. So verschieden, hier ist ein bisschen dunkler, dunkler, hell, ganz hell und das dann verwischen. Und solltet ihr einen Weg machen,
würde ich den mir schon vorher machen. Habe ich nämlich bei meinem einen Bild nicht und das ist ziemlich dunkel geworden. Also, hier soll so ein Dünenweg hochgehen. Hier. So. Und den male ich mir auch gleich. Ich weiß ja, wie das Bild enden soll. Also am Rand, da wo die Düne ist, ruhig schon mal so ein bisschen dunkel. Da geht es dann um die Kurve. Und hier nur so ein bisschen. Und das schon mal verwischen. Man kann mit Pastellkreiden ein paar Schichten übereinander machen, aber irgendwann ist Schicht. Also man kann ausbessern und korrigieren und so, kein Thema, aber irgendwann gibt es nur noch Muddy. So, hier ist also mein Weg. Und hier soll so eine Bühne hin und hier auch. So, dann nehme ich jetzt Grüntöne, verschiedene. Ein bisschen hell, ein bisschen dunkel, am besten sparsam einsetzen für krass und so. Den. Und ich fange mit dem hellsten an. Gar nicht wahr, noch gar nicht grün. Wir müssen erst die Düne machen. Die machen wir auch erstmal so ein bisschen mit hell. Und zwar, wenn man den Weg runter geht und die Düne links und rechts neben einem ist, die geht ja hoch. Und das kann man ganz toll mit Kreiden andeuten. Ihr geht hier hoch, hoch. Am Rand. Hoch. Und hier auch. Nicht doll aufdrücken, aber schon so ein bisschen, sodass das überall so ein bisschen auch wieder zu finden ist. Und eine Düne ist ja nicht einfach so, sondern wenn man guckt, ist da dunklerer Schatten, ne? Hellerer Schatten. Hier unten, den Rand mache ich nochmal so dunkel, etwas dunkler, wird nachher noch dunkler. Und jetzt einmal hier unten lang fahren und um die Ecke. Und so im Bogen nach oben wischen. Hier oben vermengen wir schon mal die Farbe so. Die Wimpernroller, Mascara. So, jetzt können wir mal so ein bisschen Zweifel immer lieber mit einer helleren Farbe. Dunkler werden könnt ihr immer noch.
Ihr modelliert euch praktisch eure Düne. Und so habt ihr mit verschiedenen Tönen dann auch gleich so euer Licht und euer Schatten eingearbeitet. Und die Farbe, die auf dem Papier liegt, seht ihr, die kann man dann schön nach oben ziehen. Ruhig mal eine helle Stelle. Soll kein dunkler Kieshaufen sein. Was ist sie? Marien Dieslich mit Johannes. Hier vorne. Ich teste immer so ein bisschen erst an. Eine ganz dünne Linie. Wieder vorsichtig so um die Ecke. Sand ein bisschen auf den Weg. Dann seht ihr, was ich meine mit diesem Hochwischen, wenn ihr jetzt von da kommt. So möglichst das so hinkriegen, so. Das sind ja nicht platte Haufen, Platten. Ihr wisst, was ich meine. Gut, ich übe auch noch, ne? Aber so sieht das bis jetzt aus. Wenn ihr da noch Düngras reinmachen wollt oder so, würde ich mit dem hellsten Grün anfangen und mir Stellen aussuchen, wo möchte ich überhaupt Düngras hinhaben. So, ist ja nicht überall Düngras. Ich sag mal, hier vorne, diese Fläche, die machen wir mal mit Düngras. Das wächst ja auch so in Placken und soll ja auch die Düne halten. Deswegen soll man Dünen auch meistens nicht betreten. Mich interessiert auch nicht, ob das jetzt das Düngras, ob es das überhaupt gibt oder nicht.
Das ist ja mein Bild. So. Mit dem hellsten Grün mache ich mir jetzt hier so ein paar Gräser und ein paar helle, möglichst spitze Striche, was bei Softpastell manchmal echt schwer ist. Und da würde ich dann auch eigentlich einen Papierwischer empfehlen. Weil man auch so richtig so ein bisschen, dass das leuchtet, das Gras sparsam einsetzen. Was sagte die eine immer? Kitschfarben. Bloß keine Kitschfarben verwenden. Verwendet ruhig Kitschfarben. So, jetzt gehe ich hier unten hin. Hier unten muss ein bisschen Schatten hin. Und da verschnutzel ich hier, ich sag mal, bei den Wurzeln der Pflanze mir das so ein bisschen. Nicht überall, aber. Ja, erlaubt ist, was gefällt, genau. So, jetzt könnt ihr dann hier noch wieder so ein bisschen, dass der Sand so ein bisschen durchscheint. Dann nehme ich die hellste Farbe eben halt, weil die Düne, also das war jetzt eine spontane Entscheidung. Ihr könnt vorher natürlich die komplette Düne da euch hinzaubern und dann das Grün drauftragen. Habe ich jetzt nicht gemacht, egal. Hier unten werdet ihr dann unweigerlich, wenn ihr jetzt nicht einen Papierwischer oder jemand nehmt, die Farben auch vermischen, was ich persönlich nicht schlimm finde, weil mit dunklem Grün werde ich die Gräser nachher wieder hervorheben. Jetzt nehmen wir dunkleres Grün, da habe ich zwei Stück und ich nehme das hellere davon. Immer fange ich mit dem helleren an und setze mir möglichst dünne, das ist ja dieses pieksige, harte Dünengras. Dunkler Windhund. Dunkler Windhund? Also, ja, dunkel habe ich auch schon gesagt. Ah ja, nee, habe ich gehört. Das ist ja auch vom Meister gelernt. Bob Ross. Dublufi. Ihr müsst auch gar nicht so überall. Ihr könnt auch so zwischendurch einfach mal so ein. Der kommt dann hier unten wieder raus. Ihr wisst, was ich meine. Und ich fühle immer und suche mir immer die spitzeste Ecke von der Kreide. Schön ist natürlich, wenn ihr für ganz feine Arbeiten, ja, HSE, für ganz feine Arbeiten habe ich hier meinen
von Kohinoor, Gioconda, das sind 24 Softpastellstifte. Und wenn ihr jetzt so feine Arbeiten habt, kann man die so mit einbringen. Das würde ich aber zum Schluss machen, denn das Grün werde ich noch ein bisschen verwischen. Hier unten ruhig ein bisschen so wuseln. Nicht überall, so eher so tupfen. Sonst verwuselt ihr nämlich euren Sand darunter. Ich puste zwischendurch. Auch ruhig, wenn ihr hier so einen dunklen Strich habt, so, nicht, dass das so ist wie mit der Schere abgeschnitten. Wir haben hier ja keinen Schnittlauch. Und da würde ich dann auch wieder so ein bisschen noch hier und da so ein bisschen dunkleren Schatten reinbringen. Ein bisschen so die Wuchsrichtung hochziehen. Und dann kann man wieder mit Grün jetzt sehr helles Grün. Schade, also da habe ich jetzt nicht so dunkelgrün. Ich nehme auch gerne mal dunkelbraun, um einige Schatten wieder unten hinzumalen. Auch nach oben hin ruhig, so ein paar Spitzen. Ihr seht, so hier an diesem zum Beispiel sieht man das dann, wenn ich jetzt hier so hoch gehe oder hier, von einer Seite ist ja immer irgendwo Schatten. Und das versuche ich dann damit anzudeuten. Und das ist dann das fertige Bild. Okay, man hätte jetzt hier noch mehr Dünengras machen können und so. Aber ich wollte ja nur zeigen, wie ich im Moment mein Wasser mal. Und es ist zwar noch verbesserungswürdig, aber immerhin gefällt das einigen Leuten auf Instagram und auf YouTube. Und deshalb habe ich dieses Video gemacht, weil ich danach gefragt wurde. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß, vielleicht auch an weiteren Bildern. Und ich habe ihm zu Sven gesagt, ich sage, das ist Sylt vor der Pfingstinvasion. Ich freue mich so. Ich habe letztens auf NDR geguckt mit Sven, wie sie da mit dem 9-Euro-Ticket einfliegen und die Sylter Angst um ihre Insel haben. Herrlich. Lass krachen. Ach so, auch hier Gruß, Kuss und Schluss.